von Vogue, aber immer noch tough. Ghost unterm Arsch und du wirst blass. Pardon? Popo wie Coco, don't touch. Ja, Leute, was geht heute zum erweiterten Video auf meinem Kanal? Ihr wisst schon, ihr seht schon den zu wilden Dirty am Start. Heute wird es Dirty, meine lieben Freunde. Im Background seht ihr schon die Shirin David, du wirst Bescheid. Support ist kein Mord. Jeder hat es probiert, so Hype-Phase war am Start. Ich nehme es jetzt mit auf ganz entspannter Basis. Ja, wir haben einmal erstmal, was viele rummeckern und sagen, Umweltschmutz, dies und das sind hier oben die Kappen. Aber ich sag euch, das ist halt der zu wilde Drip, ihr wisst, wie ich meine, so auf ganz chilliger Basis. Das ist auch so wegen Transport und so, dass da auch keine irgendwelche Tiere oder so hinkommen und dann es sozusagen eklig ist. Heute haben wir einmal den Geschmack Candy Shop. Weiß ich nicht, ob es schmeckt. Finden wir heraus. Und einmal Basti Badeberry. Also Basti Badeberry. Hier haben wir auch eine zu wilde Caption am Start. Okay, wir fangen an mit Candy Shop. Auf süß. Auf süß fangen wir an. Machen wir mal die Kappe ab. Bup, bup. Kurzer Prozess. Ja, von oben sieht es genauso aus wie eine Dose. Ja, okay, im Nachhinein ist es schon Umweltverschmutzung, aber was soll man machen, Digga? Man gönnt sich erstmal ein Dirty, so auf ganz chilliger Basis. Und ja, machen wir auf die Lutze. Erstmal ein bisschen schnuppern. Ja, gut, es riecht schon ein bisschen süßlich. Auf süß angelehnt. Tun wir rein. Es ist natürlich kalt gestellt, weil wer trinkt sein Dirty warm? Wichtig und richtig. Zuerst kosten wir jetzt mal erstmal Candy Shop Stöchsel. Nicht lang schnacken, Koppelnacken. Okay, muss ich noch einen Schluck nehmen? Also ehrlich jetzt, so scheiße finde ich es jetzt nicht so vom Ding her. Der Nachgeschmack, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Also scheiße schmeckt es nicht. Ja gut, im Nachhinein merkst du schon, dass der Zucker schön deine Zähne angreift, auf Kariesbasis angelehnt. Aber so vom Ding her, ich würde es jetzt nicht öfters trinken, so danach halt nicht mehr. Aber so, wer sowas mag, wer süßes Zeug mag, für den ist es was, für den ist es was. Für mich ist es eher nicht so, weil da trinke ich lieber mein Paulana Spezi, weißt du? Da finde ich so klasse. Eine halbe Paulana Spezi, da geht's ab, du. Jetzt gönnen wir Basti Battery, Alter. Holy shit. Machen wir auch die Butze. Bup, bup, legen wir hin. Ja, sieht genauso aus wie die Dose. Machen wir auf. Immer klopfen. Bringt eigentlich nichts, aber Glauben ist da. Schnuppern wir hier mal rein. Okay, riecht ein bisschen wie Bier. Huch, das war's komplett. Vielleicht ist da jetzt schon Alkohol drin. Man munkelt. Stößle. Weiß ich jetzt nicht. Ist schwierig zu sagen. Wenn ich sagen müsste, was mir besser schmeckt, würde ich sagen, dass Candy Shop mir auf jeden Fall besser schmeckt als Basti Blueberry. Ich weiß nicht, Basti Blueberry ist irgendwie so ein eigenartiger Geschmack. Geschmäcker sind verschieden. Ich sage euch, wie es ist. Es gibt Leute, die feiern sowas. Es gibt Leute, die feiern sowas nicht. Ich gehöre zu den Leuten, denen es einfach nicht schmeckt, so vom Ding her. Ist eine coole Idee. Schön erfrischend natürlich. Immer schön in den Kühlschrank rein.
dass es immer gut wirkt. Ja, komm, nimm mal noch einen Sip von beiden als Abschluss. Bobo, mach mal voll die Butze. Vielleicht schmeckt's, wenn wir das einfach mischen. Mama mische. Ui, fette Mische wird reingezischt. Also sieht's auf ganz anders aus. Das hat einen richtigen Ballerbums, Alter. Holy shit. Also Mische, 10 von 10, ich sag dir, wie es ist. Mein Schlussresultat ist, mein Geschmack ist Basti Blueberry eher weniger. Da bin ich eher der Candy Shop, weil ich bin auch sehr candy. Und probiert's gerne selber aus. Probiert Dirty, es gibt auch extra Dirty jetzt mit 5% Alkohol, aber nichts für kleine Kinder. Finger weg davon. Und dann sage ich, das ist ein Video. Like, Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Bis auf.